Ja, du musst leben, du wirst nicht mehr leben, wenn ich dich finde. Du Mistkopf, du. Na, warte, wenn wir jetzt hier herumkommen. Wow! Ha! So, die Hunde sind down. Und jetzt bist du dran, du Vogel, wo bist du? Du hast das Tor zugemacht. Bist du noch ganz sauber oder was? Hä, was soll denn das? Mach das Ding auf. So, wird nichts zugemacht. Bleibt schön offen. Auch nicht gleich so. Und ich glaube, hier oben könnte ich jetzt vielleicht auch die anderen Typen finden, die da die Mollys die ganze Zeit nach unten schmeißen. Aber erstmal werde ich... Oh. Sackschlepper, oh no. Sackschlepper. Sackschlepper. So. Zwei schwere Angriffe. Und so ein Sackschlepper wäre auch hinüber. Blutsteinscherbe 2. Das ist nice. So, wie geht's jetzt da? Nein. Ich muss doch irgendwo reingehen. Ja, ja, das sind die Typen, die immer das, die Mollys geschmissen haben. Moment, ich glaube, hier geht's rein, ne? Aber hier liegt bloß eine Leiche drin. Hier gibt's gar nicht mehr. Bestiengebrüll. Was ist das denn? Kann ich sehen, was das ist? Bestiengebrüll. Klingt schon wieder interessant. Da. Gebrüll der Bestie. Eins der verbotenen Jägerwerkzeuge des ehrfurchtlosen Izzy. Nutze die Stärke der fürchterlichen untoten Dunkelbestien, wenn auch nur kurz, um deine Feinde mit der Gewalt einer brüllenden Bestie zurückzuschlagen. Das unbeschreibliche Geräusch wird über die Stimmbänder des Nutzers übertragen, was die Frage aufwirft, welch schreckliche Dinge im Körper der Menschen schlummern. Okay. Das heißt, damit können wir die Bestien zurückjagen. Oh Gott, das ist aber nur einmalig. Das ist mir schon irgendwie wieder zu wertvoll, dass ich das ja nie einsetzen möchte. Ich glaube schon, dass ich das einsetzen sollte. Vielleicht bei der Dunkelbestie Pal, ich weiß es nicht. Wobei, vielleicht ist es auch bei der übertrieben. Es wird bestimmt noch stärkere Bestien geben, wie die Dunkelbestie Pal. Ich nehme an, hier muss es auch irgendwie sowas wie einen absoluten Endboss geben von dem Spiel. Und der wird doch bestimmt noch um einiges schwerer sein, wie die Dunkelbestie Pal, oder? Meine Güte. Die haben Probleme hier. Blutfiolen 2. Stehen hier auf den Dächern und schmeißen mit Mollys. Ich glaube, ich spinne. Wow. Wow. So, jetzt bist du dran. Meine Güte. Das war aber knapp, hey. Die hätten mich fast getötet jetzt. Dann hätte ich abgekotzt, glaube ich. Das wäre ja richtig mies gewesen. Da unten sind die komischen Viecher. Geht's hier auch runter? Ich glaube, hier könnten wir auch gleich direkt runtergehen. Das ist mir vielleicht ein bisschen zugewagt. Gibt's hier noch was? Nee, ne? Da gibt's auch nichts. Die latschen hier bloß auf den Dächern rum und das war's schon. Ja gut, da könnten wir dann auch gleich da runter gehen. Aber ich gehe mal lieber den sicheren Weg von vorne, da weiß ich wenigstens, was auf uns zukommt. So, da gehen wir den normalen, üblichen Weg. Kann ich gleich hier runterspringen? Ich glaube, ja, das ist ja nicht allzu tief, ne? Jawohl. Da tue ich mir doch nicht weh oder so. Ich glaube, hier ging es lang. Jawohl. So, da bin ich gespannt, was das für Viecher sind. Was machen die eigentlich? Boah. Wow. Okay, die schnappen schon. Boah, es war ja klar, dass sie irgendeine Scheiße auskotzen. Das war ja so klar. Sollen sich da im Morast rum und werfen dann irgendeine Scheiße aus. Beruhigungsmittel droppen die.
Interessant. Boah, da ist noch einer. Hättet ihr das Rechte für einen von denen gehalten? Boah. So, hör auf, da drin rumzuplanschen. Wow, wie wir uns schon überall rumgesuhlt haben mit den Klamotten. Hey, das ist... Das ist doch nicht mehr lustig. Oh. Das ist so ein Typ, an den schleiche ich mich mal an, weil die sind immer etwas stärker. Jawoll. Verdammt, den habe ich durch den Felsen gebackt. Jetzt kann ich nicht mal den seinen Loot einsammeln. So ein Pech aber auch. Ich hätte doch nicht so ganz stark schlagen sollen. Was gibt's hier noch? Ach, das ist die Höhle, die zurückführt. Na, das ist doch mal cool. Hätten wir wieder ein Backdoor erschaffen. So, die machen wir erstmal auf, damit wir dann möglichst schnell zurückkommen. Wir haben schon wieder 34.000 Blutechos, Leute. Ich habe Schiss, dass die irgendwie verloren gehen. Wow! Jawoll! Kommt mal hierher. Blutfiole. Erstmal hochgehen und den Affen da wegbomben. Der meint, mich hier abschießen zu müssen. So, der hat E-Plus Quecksilberkugeln, glaube ich. Boah, wie wir schon wieder voller Blut triefen, einfach nur. Schon wieder so hart unnatürlich. So, aber das ist halt Bloodborne. Klar ist das natürlich. Wenn wir hier auf den Feinde metzeln, ist es doch natürlich, dass wir... Oh, das ist irgendein Typ. Wow, ja freilich. Ja klar. Der ballert mit einer Kanone. Ey, ich glaub's ja nicht. Ich glaub's ja nicht. Hey, was geht denn? Boah, an den muss ich irgendwie rankommen. Wow. Okay, drin kann ich mich verstecken, oder? Ballert er auch die Hütten ein? Ich glaube nicht, ne? Oh, jawohl. Komm, ich muss den da drüben erstmal platt machen. Wow. 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 Ja, freilich. Hört auf. Hört auf. Hört auf. Hört auf. Hört auf. Ich muss weg hier. Ich muss weg hier. Lalalalalalala. Boah, erstmal eine Blutfiole. Erstmal eine Blutfiole. Meine Güte, war das knapp, hey. Jetzt dachte ich schon, ich gehe drauf hier. Weil hier einfach zwei von den Feinden rumstehen. Die waren mal sehr nervig. Oh Gott, oh Gott. Wow, jawohl. Nein, please not, please not, please not. Oh nein! Nein! Ach Scheiße! Ach Scheiße! Ich könnte heulen, Leute. Ich könnte so heulen. 37.000 Blutechos für den Arsch. Weil ich wieder nicht aufgepasst habe. Mann, oh Mann, oh Mann. Ah. Oh Mann, jetzt dürfen wir wieder diese ganze Scheiße machen. Jetzt dürfen wir wieder von hier komplett, ne? Das ist ja auch nicht gerade wenig. Das ist schon ein ganz schönes Gebiet, was man da wieder ablatschen darf. Aua! Ja klar, ja klar. So. Ho, 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 ho. So, jetzt machen wir wieder hier alle Gegner fertig. Könnte ein bisschen dauern. Och ja, freilich. Ich sollte nicht so aggressiv auf den eingehen mit der Mega-Attacke. Ich sollte lieber kleine Attacken machen und ausweichen.
Boah, jetzt hätte der mich schon fast wieder gekillt, glaub. Hätte ich jetzt nicht aufgepasst, der hätte mich fast wieder gekillt. Kelle immer kleine Schritte machen jetzt. Lieber kleine, aber sichere Schritte. Als dann wieder zu verrecken. Wow. Eine Blutviola, der Gute. Ist der nicht allerliebst? Wow. So. Ja. Sehr gut, ich hab's kapiert, dass ich verflucht bin. Und ihr seid die Mutter aller Seelen hier. Die Stadt ist am Ende. Das ist mir schon klar, dass ihr die Guten seid, ne? So, da kommt wieder der Typ raus. Hallihallo. Jawohl, also mit so einer Megattacke kriegt man den natürlich das erste Mal down. Aber es ist halt immer die Frage, ob es auch klappt. Ist jetzt hier die Tür offen? Hier war doch irgendwo so eine Tür, ne? Da falle ich bloß wieder runter. Ich glaube, die Tür war in der Stadt. Dann müssen wir erstmal bis dahin gehen. Sonst dürfen wir hier wieder erstmal an. Wow! Ja klar, das ist auch so eine Falle. Meine Güte, überall sind diese Fallen da. Ich glaub's ja nicht. Boah, da kommen auch welche an. Wahahaha. Wow! Please not. Lasst mich doch einfach in Ruhe. Ich hab die Schnauze voll, vor allem von den schießwütigen Affen hier. Die sind immer sowas von aggressiv. Die schießen bei jeder Kleinigkeit, aber er hat noch gar nichts gemacht, hey. Und die schießen schon. So war ja nicht so ein Typ. Da hinten ist der Typ. So. Zack. Der ist auch down. Eieieiei. Ich glaube, hier hinten war das Tor, oder? Oder nicht? Doch, hier hinten war das Tor. Hier können wir ja gleich durchgehen. Dann werden nämlich nicht diese großen Umwege. Gut, da muss ich jetzt aufpassen, dass ich noch Möglichkeit den da hinten wieder erwische. Oder erstmal hier die da. Diese Fotzköppe. So, jetzt sollte ich den erwischen. Yeah! Und den habe ich schon wieder weggekloppt. Schon wieder weggebuggt. Das ist doch eine buggy Stelle da. Das kann nicht sein, dass ich ständig den gleichen wegbacke. Wow! Alter Schwede. Ja, der trifft gut. Halt die Klappe! So. Nehmen wir mal eine Blutviole. Der hat ja bloß Quecksilberkugeln, aber die hier könnten, jawohl, Blutfiolen haben. Blutfiolen. Wow, was war denn jetzt los? Wieso waren da gerade Feuer? Blutfiole 6? War das hier schon die Kanonenkugel oder hat hier irgendjemand was geschmissen? Naja, ich glaube, das war die Kanone da.
Naja, der schießt schon wie eine verrückte Sau. Wie ein Berserker. Bam. Boah, ja, freilich. Kann ich den nicht irgendwie down kriegen von hier? Boah, ja, ich renne noch genau rein. Alter Schwede, jetzt komme ich und knall dich weg, du. Ja toll, es hat ja viel gebracht. Das hat ja viel gebracht. Das hat ja wahnsinnig viel gebracht. Komm her, du. Komm her. Hallo. Das macht den gar nichts aus, wenn die Kanone da ballert, ne? Ganz klar. Boah, jawohl. Boah. Yeah, der ist down. Den hat die Kanone doch erwischt. Die Kanone muss nur richtig treffen, dann ist auch der down. Meine Güte. Das gibt's nicht. Ja, du bist eine elende Bestie. So, ich nehme nochmal eine Blutfiole, sicherheitshalber. Weil ich totally auf Number sicher gehe. Wow! Wow, wow, wow! Wow, 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 wow! Okay, okay. Lieber jetzt wegrennen hier. Da kommt er. Yeah! Gib mir meine Blutechos wieder. Puh, Leute. Sehr gut. Wir haben 58.000 Blutechos, Leute. Ist das nicht geil oder ist das geil? Das ist übelst geil, oder? Wow. Schießt er nochmal? Okay, ich werde hier erstmal von der Leiche noch den Loot holen. Bestienblut-Tablette 4. So, und jetzt kümmern wir uns um den an der Kanone da. Du gehst mir auf den Sack. So, genug mit der Kanone geschossen. Du Aff. Kann ja wohl nicht wahr sein. So, wo geht's jetzt hier lang? Gibt's hier unten noch was? Ah, guck mal an. Es gibt immer irgendwo was versteckt. Zwillingsblutsteinscherbe. Da hinten geht der Wald noch weiter und noch weiter und noch weiter. Okay. Alter, verlassener Schuppen hier. Geht's hier hoch? Nee, ne? Okay. Okay. Ich meine, das Gebiet hier jetzt sieht mal echt interessant aus. Was ist denn hier draußen? Ist hier jemand oder irgendwas? Da kann man nicht hochklettern, ne? Das ist keine Leiter, ne. Ah, da könnte man runtergehen. Ich weiß nicht, wo ich dann lande. Wie komme ich dann wieder hoch, ist die Frage.